Heute in und um den Mönchsberg in Unterwegs in Salzburg. Fleißiges Getümmel der Honigbienen am Stadtberg. Die schönsten Plätze dieser Oase mitten in der Stadt. Und traditionell und immer wieder einen Besuch wert, das Augustinerbräu. Ich bin wieder unterwegs in Salzburg, dieses Mal auf dem Mönchsberg. Der ist immer wieder ein Highlight, mitten in der Stadt und trotzdem absolut in der Natur. Und früh am Morgen habe ich gleich ein Rendezvous mit 600.000 fleißigen Honigsammlern. Seit 10 Jahren haben die Bienenvölker des Vereins Bienenlieb hier neben dem Johannesschlössl ein Zuhause. Der Mönchsberg ist, wenn man sich das anschaut, von der Lage eine riesige grüne Oase mitten in der Stadt. Also wenn man jetzt unten steht in der Altstadt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein paar Meter drüber so eine riesige Grünfläche ist, eine Oase für alle möglichen Tiere, die da herumleben, ja, auch ganz seltene Arten und eben auch die Bienen, die die Wiesen und die Bäume hier nutzen, um den Nektar zu sammeln. Der Honig vom Mönchsberg ist beliebt, aber die Produkte stehen nicht im Fokus. Sie sind so etwas wie Botschafter für das wichtige Thema Schutz der Insekten. Das große Problem haben jetzt nicht einzelne Bienen oder die Honigbienen, sondern das Problem, das es gibt, das unter Insektensterben bekannt ist, ist der Rückgang der Masse an Insekten. Also wir haben in den letzten 30 Jahren in etwa 80% weniger Insekten, rein an Gewicht, an Masse. Und das führt dazu, dass andere Tiere, Vögel, Säugetiere weniger Nahrung haben und sich dadurch auch schlechter entwickeln und auch die Böden weniger Nährstoffe erhalten. Das heißt, es geht gar nicht darum, jetzt die Honigbiene zu schützen oder eine bestimmte Bienenart zu schützen, sondern wieder Lebensraum und Nahrungsangebot für die Insekten zu schaffen. Und da kann jeder was tun. Also das größte Problem ist einfach Flächenversiegelung, Monokulturen, wo keine Nahrung mehr da ist für die Insekten. Und das kann ich genauso mit einem Blumentopf am Fensterbankerl machen, wie mit dem großen Garten oder mit der Bepflanzung von einem Firmengelände. Bienenlieb ist eine Erfolgsgeschichte. Eigentlich hätte die Imkerei für den Geschäftsführer einer Webagentur zuerst nur Ausgleich zum beruflichen Stress sein sollen. Es hat wirklich als Hobby begonnen, in der eigenen Küche, im Keller den ersten Honig und am eigenen Bienenstand die erste Kindergartengruppe, das war so der Start. Und das wäre nie vorstellbar gewesen, dass das so groß wird. Ja, aber es ist einfach Schritt für Schritt gewachsen und es ist schön, dass man so ein positives Thema auch bei den Menschen wieder verankern kann. Die verschiedenen Honig- oder Wachsprodukte gibt es an mehreren Standorten in der Stadt Salzburg. Ja. Zu einem nehme ich euch gleich mit. Zuerst aber noch ein Abstecher an einen der schönsten Plätze des Berges. Oberhalb des Museums der Moderne und des Mönchsberglifts thront das M32. Restaurant und Kulinarik sowie Foto-Hotspot. Also man merkt ganz oft an unseren Gästen, wenn sie da den Lift verlassen und die Stirn hochgehen, dass sie kurz stehen bleiben und den Ausblick, die Aussicht genießen. Und man hat das Gefühl, die Aussicht nimmt einem den Atem weg. Ja. Und selbst die Salzburger, ja, sagen allweil, man ist so ja, fast selber schuld, dass man es nicht öfters besucht, weil es ist ein Stückchen Auszeit. Bei diesem Weitblick gibt es immer was Neues zu entdecken. Und bei diesem Frühstückspotpourri auch am Teller. Und weil es mit dem Mönchsberglift so zackig geht, mache ich jetzt einen Abstecher runter in die Stadt. 30 Sekunden inklusive Kunst und Unterhaltung am Display und schon bin ich im Getümmel. Über die Salzach und in der Dreifaltigkeitsgasse finde ich ihn. Den neuen Bienenliebladen, gerade erst dieses Jahr eröffnet worden, kriegt man da Honig in allen Facetten. Alles, was man sich an Wachsprodukten vorstellen kann. Für Kinder, die Küche, Kosmetik oder Dekoration. Und auch Feines für besondere Anlässe. Ich freue mich ganz klar über eine Kostprobe vom Mönchsberghonig. Und wenn ich schon unten in der Stadt bin, dann durchquere ich jetzt die Altstadt und fahre mit der Festungsbahn wieder rauf auf den Berg. Einfach, weil das auch immer ein Erlebnis ist.
Die Standseilbahn fährt im 10-Minuten-Takt und bringt alle Mitfahrenden in weniger als einer Minute auf den Berg. Da fährt man dann auf einer Strecke, auf der sich seit mehr als 130 Jahren Besucher den Berg hinaufbringen lassen. Für alle, die es noch nicht wissen, zu Beginn war das Gefährt eine Wasserballastbahn und ist deswegen auch Tröpfelbahn genannt worden. Die Festung lasse ich heute aus, aber nicht den Ausblick. Weiter geht's wieder in Richtung Mönchsberg, denn der steht heute bei mir im Mittelpunkt. Das Panorama an den unterschiedlichsten Stellen des Mönchsbergs ist eindrucksvoll, keine Frage. Ich finde aber, es ist vor allem der Blick in den Wald und die Natur, der sich hier lohnt. Das ist es doch, was den Mönchsberg auszeichnet. Mitten in der Stadt, doch oben merkt man nichts davon. Ein Ort, an dem man ganz viel gute Zeit verbringen kann. Um einen Spaziergang gebührend zu beschließen, hänge ich einen Abstecher im Augustinerbräu dran. Brauerei und Bräustübel seit mehr als 400 Jahren und rundum geschätzt als uriger Treffpunkt. Das schönste Feedback ist, dass die Gäste sagen, bei euch schaut es aus wie vor 40 Jahren. Man merkt nicht, was sich alles verändert hat, man merkt nicht, was wir im Haus getan haben, um am aktuellen Stand zu bleiben. Sei es technikmäßig, sei es lüftungmäßig, sei es ja in vielen Bereichen mit Erneuern des Inventars und so weiter, was alles so passiert, dass es unscheinbar ist und dass im Auge nicht wehtut. Das Bier kommt traditionell aus Holzfässern. Moderne Wege geht die Brauerei in Sachen Wärmeversorgung. Wir haben uns vor 11 Jahren entschlossen, dass wir umstellen auf die Fernwärme von der Salzburg AG. Früher haben wir alles mit Gas geheizt, ist natürlich schlecht vom geologischen Fußabdruck. Wir haben viel Abwärme gehabt und deshalb haben wir uns entschieden, den Schritt nach vorn zu gehen damals schon, was sehr gut war. Wir haben das Glück, wir kriegen die Fernwärme mit 140 Grad ins Haus. Somit können wir einen Bierkocher und alle Reinigungsprozesse, was wir in der Brauerei machen müssen, da durchführen und auch die ganze Heizung vom Breistübel Brauerei. Damit es im Winter auch warm ist, wenn man sein Bier trinkt, ist es alles Fernwärme und alles ideal, weil wir einfach keine Abwärmefaktoren mehr haben. Da trinkt man das Krügerl gleich mit noch mehr Genuss leer. Das Augustinerbräu, immer ein guter Ort, um eine Mönchsbergrunde zu beenden. Was für eine schöne Runde am und rund um den Mönchsberg. Und wir haben lang noch nicht alles gesehen. Aus der Stadt ist man so schnell oben und auch wieder unten. Dieser Berg ist definitiv öfter einen Ausflug wert.